Ciao zusammen, ich bin Jürg, euer griechischer Jedi und willkommen zu unserer AC Milan-Karriere. Wir starten direkt in der Match gegen Juve. Die Spieler geben sich die Hand. Wir sind absolut ready. AC Milan ist ready. Ich bin ready. Und ich hoffe auch, du bist ready. Wenn es der Fall ist, zeig mir das mit einem Daumen nach oben zu dem Video. Und nicht vergessen, für nächste Videos, damit du die ja nicht verpasst, unbedingt das Glöckchen aktivieren. Und da siehst du die Aufstellung von der Juve. Sie spielen mit 4-3-3. Natürlich brutal starke Spielerinnen. Besonders mit dem Cristiano Ronaldo. Aber auch Mandzukic und Dybala. Brutal starke Spieler. Und da unsere AC Milan mit 4-2-3-1. Ihr kennt unsere Spieler und ich habe es gerade vergessen, die Nummerierungen anzupassen, weil es hat ein paar Vorschläge gegeben. Ja, ich hoffe, ich werde es noch machen und beim nächsten Live-Spiel werden dann die Nummerierungen dann ein bisschen angepasst sein. So, und jetzt geht es endlich los. Wir spielen auswärts, also wir sind bei Juve. Und die haben somit logischerweise ihr Heimspiel. Beste Leistung müssen wir hier abrufen. Wir dürfen keine Fehlpass machen. Wir müssen gute Läufe haben. Genauso wie hier. Komm, Piatek. Komm schon. Jawohl! Erster Angriff und das erste Goal gerade für uns. Wir gehen mit 1-0 in Führung. Yes! Also wir haben mal unser Goal geschossen. Jetzt müssen wir aber auch zeigen, dass wir verteidigen können. Besonders hier gegen Cristiano Ronaldo. Ach du meine Fresse, ist der schnell. Aber das... Komm, raus mit dem Ball! Jawohl, sehr gut, wir haben es geschafft. Konzentrieren, Jörg, konzentrieren. Und gut, sauber für ihn spielen. Zack, jetzt links über, perfekt. Vinicius Junior, passen nochmal. Nein, wieso? Ich spiele so komisch. Also die erste Halbzeit bisher, boah, richtig langweilig. Vielleicht kriegen wir jetzt einmal etwas her. Da links über, sehr schön kommt Vinicius. Wir müssen wieder passen. Eriksen, wieder zurück. Wieder zum Eriksen, wieder zum Vinicius, wieder über. Nein, zu verspielt, Jürg. Zweite Halbzeit. Bisher kriegen wir nichts her, aber auch Juve nicht. Aber jetzt könnte etwas klappen. Nein, der Ball, der ist nicht so gut, aber da. Jetzt, zack, weiterspielen. Komm schon, Eriksen, nein. So, jetzt aber kommen, Jungs, kommen. Hey, wir schaffen das. Mit Glück bleiben wir am Ball. Zack, so. Jawohl, jetzt zum Eriksen oder Piatek. Geht rüber hier rechts, da ist ein Suso. Und Suso, nein, er kommt nicht an den Ball. Wir brauchen unbedingt eine weitere Kiste. Wir brauchen die einfach so. Jetzt aber. Komm schon. Nein, aber wieder endlich mal ein Abschlussversuch von uns. Suso, zack, rüber. Piatek, jawohl, Eriksen, komm, mach's. Jawohl, Eriksen macht's mit links rein zum 2-0. Und das Goal ist verdammt wichtig jetzt gewesen. Yes. 20 Minuten sind noch zum Spielen, ein paar Spielerwechsel zu gehen und einer davon ist jetzt gerade am Ball, der Rebic. Und der Rebic, nein, er schießt nicht, der Mann in den Spot drückt. Oh nein, jetzt müssen wir gut verteidigen. Aber die Verteidigung für uns ist ja momentan richtig stark. Aber, oh mein Gott. Ich würde sagen, aber da kann unser Goalie auch nichts machen, wenn er fütterlich sehen, wie dann der Ball gekommen ist. Aber Juve weiter am Drucken. Und, jawohl, gut gemacht. Juve will nochmal angreifen. Sie werden natürlich den Ehren treffen. Wir lassen das nicht so. Wir greifen jetzt selber nochmal an. So, Paqueta, der ja für den Eriksen reingekommen ist. Ah! Macht den Pass sehr gut. Nein, Rebic, wieso verlierst du den Ball? Scheißegal, sind wir verloren. Wir haben jetzt den Sieg, denn da ist der Abpfiff. Was ist das für ein Abnützungskampf gewesen? Hey, einfach voll auf Defensive in beide Mannschaften gespielt. Und es hat auch das wenig Chance gegeben. AC Milan hat ihre Chance, die wenigen, die es hatten, genutzt. Und somit den Match mit 2-0 gewonnen. Und jetzt sind wir auch da, gerade direkt bei dem Interview. Wie zufrieden sind sie mit Kessi? Er hat alle Lob und das Hymnen verdient. Er muss weiter so spielen. Wir müssen abwarten. Er hat wirklich alles verdient. Er hat Sack gestartet. Gespielt in dem Match. Brutal stark einfach. In der aktuellen Saison haben wir noch keine einzige Niederlage eingefahren. Und logischerweise, dass die nächste Frage da dazu gestellt wird, gehen Sie davon aus, dass die Serie weitergeht. Wir haben es drauf. Wir dürfen uns nicht darauf konzentrieren. Wir sind aus guten Gründen unbesiegt. Und ich würde ganz klar sagen, wir dürfen uns nicht auf das konzentrieren. Es ist schön, wenn wir so etwas herkriegen. Aber wirklich wichtig ist es wiederum auch nicht. Und endlich kommt die wichtige Frage bezüglich dem Sieg gegen Juve. Sie haben ihrem Rivalen eine
bittere Niederlage zugefügt. Wie sehen Sie das? Wir haben es verdient. Ich bin nicht überrascht. Wir dürfen nicht abheben. Und ganz klar, wir haben das absolut verdient. Wir sind die bessere Mannschaft. Klar, wenige Chancen hat es gegeben, aber der Sieg ist sowas von verdient jetzt gewesen. Und das war's mit dem Intro. Ich bin dus. Und weiter geht's mit der Saison. Nach Juve kommt jetzt Napoli dran. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir den Match da werden gewinnen. Und wir gewinnen ihn. Yes, dank dem Eriksen in der 85. Minute gewinnen wir den Match mit 2-1. Yeah! Können wir das so weiterhin halten mit Sieg? Jetzt haben wir nämlich gegen Parmalana und oh mein Gott, 4-1 gegen Parma. Eriksen 2 Kiste, Vinicius Junior Kiste und der Rebic. Ach, ist das schön. Ist das schön, wenn man so Resultat sieht. Und was noch schöner ist, ist, dass wir aktuell auf dem ersten Tabellenplatz sind. Nach 14 Spielen auf Platz Nummer 1 mit 33 Punkten. Hinter uns ganz knapp Lazio Rom und Inter mit 32. Aber auch Platz 4, Napoli mit 31 und dann Juve mit 29. Das ist alles sehr, sehr nah zusammen. Ob das am Ende von dieser Folge weiterhin so wie aussieht oder nicht, das erfährst du nur, wenn du auch dranbleibst. Und genau so müssen auch unsere Spieler dranbleiben gegen Bologna. Und das tönt's. Ein weiterer 4-1-Sieg. Romagnoli, Hernandez, Suso und Vinicius Junior haben jeweils eine Kiste für uns erzielt. Ach, ist das schön. Was jedoch weniger schön ist, ist, dass der Kessi gesperrt ist. Ach du Scheiße. Nein, eine Spielsperre. Ich habe gar nicht gesehen, dass er eine rote Karte kassiert hat. Ja, nur jetzt fehlt er halt im nächsten Match. Auch wenn wir auf der Kessi verzichten, gehe ich davon aus, dass wir gegen Atalanta an sich müssen gewinnen im letzten Spiel von diesem Jahr. Und so ist es auch. Wir gewinnen 2-1 dank zwei Kisten von unserem Captain am Eriksen. Es ist alles bisher so super gelaufen für unsere AC Milan. Hoffentlich wird es auch so weitergehen. Wir sind nämlich im neuen Jahr. Es ist der 1. Januar 2020 und damit unser erstes Spiel im neuen Jahr gegen Sassuolo Calcio. Dann schauen wir mal, wie wir uns gegen den Gegner werden schlagen. Wir sind glaube ich aktuell Tabelle 2. Und Sassuolo ist Tabelle 14. Also da müssen wir ganz klar an Sieg heimfahren. Aber nicht, wenn ich so spiele. Man darf nicht vergessen, ich meine, der Gegner hat auch gute Spieler. Und Jürg, du müsstest dich eigentlich konzentrieren auf das Spiel. Oh, zum Glück verzüchten. Und ihr seht es, Relvedi ist wieder zurück. Er ist fit und er spielt zum ersten Mal zusammen mit Ricardo Rodriguez. Ich mir denke, es gibt doch nichts Besseres als gegen einen schwächeren Gegner, die zweimal zusammen probieren spielen. Aber jetzt wieder konzentrieren. Bonaventura! Nein, der Schuss wird blockt. Oh, was für ein Pass. Oh mein Gott, jetzt haben wir Glück. Und jetzt komm raus, komm schon. Nein, Mann! Ein paar Chancen haben wir schon gehabt, aber noch nicht so gefährlich rausgespielt. Vielleicht jetzt. Zack. Vinicius Junior, komm schon, nein, wieso direkt auf der Goalie? Oh, mein Spiel ist nicht wirklich so stark. Und gegen so ein Solo müsste das an sich der Fall sein, aber zum Glück sind die auch schwach. Absolut enttäuschend die erste Halbzeit, darum sind wir bereits in der zweiten Halbzeit. Und das Volo sehr gefährlich. Ich muss so aufpassen, dass sie so nicht den Goal noch kassieren. Was wäre das für eine Blamage, wenn wir gegen die Tabelle 14. verlieren? Das, oh mein Gott, klar, ich schon ein paar Stammkräfte, aber gleich. Nein, jetzt habe ich gedacht, der Pass kommt voll durch, aber es war nicht der Fall. Wieso? Retour? Egal. Wir haben noch den Ball. Jetzt durch. Nein! Oh, komm schon. Und jetzt, komm, Rebic, was war das? Also sollten wir den Match verlieren oder einfach nicht gewinnen, dann liegt es da dran. Weil ich doch wieder so scheiße dumm bin und vergessen habe, die Spielertrikot Nummer anzupassen, obwohl ich es euch versprochen habe. So, aber jetzt angreifen, Jürg. Einfach angreifen und einen Sieg rausholen. Komm schon. Was macht der Romagnoli so weit vorne? Oh mein Gott, er setzt sich durch. Pasta und Schuss. Und Kiste vom Rebic. Romagnoli, der Innenverteidiger, vorderster Front und geht einen Pass zum Sieges. Nein, ein Siegesführungstreffer. Der Sieg, der ist noch gar nicht sicher. Aber die Führung haben wir. Yes! Am besten schiessen wir jetzt gerade noch eine zweite Kiste mit dem Angriff. Komm, Borini, du bist doch ganz frisch. Flanke kommt, Kopfball kommt nicht, aber mit dem Fuss und sehr eine knappe Chance, du. Ach du Scheiße, es gibt drauf für den Gegner, kriegen wir vielleicht sogar einen Penalty. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Wir kriegen tatsächlich einen Penalty, aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie man Penalty schiesst. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter, ein bisschen da so. Ah, jawohl, mehr nach rechts zielt, aber in die Mitte geschossen. 2-0, dank dem Eriksen, der den Penalty verwertet hat. Yes! Jawohl, sehr schön. Zack, jawohl. Komm wieder zum Eriksen. Jawohl, und der geht noch weiter. Vinicius Junior, oh mein Gott. Aber er bringt...
Was war das jetzt? Nein, Mann. Scheißegal, was das war. Wir haben den Match gewonnen gegen Sassuolo mit 2-0. Und somit sind wir weiterhin ohne Niederlage in der Saison. Richtig geil, hey. Ich feiere das absolut und ich hoffe auch, dass du das feierst. Wenn dem so ist, dann feierst du da mit mir und allen anderen zusammen auch gerade noch, dass wir aktuell Tabellenführer sind mit einem Punkt Vorsprung vor Juve. 2 vor Napoli, 3 vor Inter. Also, richtig geile Tabelle. Wir haben es geschafft, am Ende dieser Erfolg auf Platz 1 zu sein. Du hast richtig gehört. Wir sind jetzt nämlich tatsächlich am Ende angekommen. Ich hoffe wirklich, ich habe dich können unterhalten. Wenn es der Fall war und du möchtest weitere Unterhaltung von mir, unbedingt meinen Channel kostenlos abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Ich bin jetzt auf jeden Fall draußen. Danke dir nochmal fürs Zuschauen und wünsche dir somit einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!